Hallo, willkommen zurück hier bei Dragon Age Origins. Wir sind hier in unserem Lager der Delish angekommen. Ich habe mir so ein paar Sachen durchgelesen. Ich habe auch jetzt ein paar Kommentare von euch lesen können. Und denn ich habe nämlich die ersten drei Folgen hintereinander aufgenommen. Und deswegen, wir schauen uns mal ein bisschen um. Da geht's dann weiter. Da müssen wir mit Pavel reden. Aber ich dachte, wir schauen uns einfach mal so ein bisschen im Lager um hier. Warum ist der graue Wächter mit dir zurückgekehrt? Es gibt viel zu tun, bevor wir aufbrechen können. Okay. Das ist ein schlimmer Tag. Wir betrauern die, die ins Jenseits gehen. Ich hoffe auch, der Sound sollte jetzt ein bisschen besser sein, also dass man das Spiel ein bisschen besser hören kann. Das ist ja auch alles, muss ich auch alles erstmal so ein bisschen austesten. Ich kann es leider im Nachhinein nicht mehr bearbeiten. Und da haben wir so süße Rehirsch-Tiere, die heißen Halla, habe ich gelesen. Und die werden von unserem Volk verehrt. Anathera, es tut gut, dich wiederzusehen, auch wenn du traurige Nachrichten bringst. Wie geht's den Halla? Es geht ihnen gut. Die Hüterin hat den Clan aufgerufen, sich auf den Marsch vorzubereiten. Und die Halla werden bereit sein, uns an unser Ziel zu bringen. Eine von ihnen ist trächtig, aber das dürfte kein Problem sein. No. Darf ich dich nach Temlin fragen? Die Halla spüren die Unruhe im Clan, aber ich habe nichts über das Ergebnis deiner letzten Suche gehört. Halla, Babys! Der graue Wächter sagt, wir werden ihn nicht finden. Die Halla betrauern unsere Toten. Es gibt keinen herzzerreißenderen Klang als den ihrer Klagelaute. Aber zumindest müssen sie nicht dich betrauern. Sie haben dich ziemlich gern. No. Sie sind also deine Freunde? Sie sind auf jeden Fall eher Freunde als Diener. Wir beherrschen sie nicht wie die Schemlin ihre Pferde und Hunde. Auf jeden Fall beneide ich die Hüterin nicht darum, diese Entscheidungen treffen zu müssen. Unserem Clan stehen schwere Zeiten bevor. Ja, also ich habe auch gelesen, dass teilweise die auch auf den reiten. Und ich glaube, das meint sie mit, dass sie für die Reise vorbereitet sind. Ich wollte auch nochmal hier drüben irgendwie ein bisschen gucken. Guck mal, da gibt es was Glitzerndes, da können wir was mitnehmen. Sehr schön. Hallo. Warum ist dieser graue Wächter mit dir zurückgekommen? Was hat er noch mit dem Clan zu schaffen? Okay. Ich bin froh, dass du wohlauf bist, Dallen. Auch wenn du traurige Nachrichten bringst. Wir können uns glücklich schätzen, wenn unser Clan keine weiteren Verluste erleidet. Vielen Dank für den Bogen, Meister Eilen. Er ist leicht und trotzdem robust. Viel besser als der, den ich mir letztes Jahr gemacht habe. Du musst dich nicht bedanken. Mein Vater hat ihn gemacht und im Kampf gegen die Stämme der Clan verwendet. Ich werde ihm Ehre machen. Sehr süß. Ja, kann ich auch nun einen Bogen bekommen? Möchtest du eine meiner eigenen Arbeiten? Gerne. Aber sowas von? Er hat zwar noch keine Geschichte, aber das wirst du hoffentlich bald ändern, richtig? Oh, ja. Wie war denn die Geschichte vom Kampf eures Vaters? Es ist mir eine Ehre, sie dir zu erzählen. Unser Clan gehörte zu den Ersten, die aus den Dales flohen. Wir kamen nach Ferelden, zu den Menschen. Die schlimmsten von ihnen waren die Barbaren der Clan. Aber wir haben nicht auf ihren Angriff gewartet. Alle Clans der Dalish in Ferelden vereinten sich und wir brachten den Kampf zu ihnen. Es gibt noch mehr Clans als Dalish in Ferelden? Ob in Ferelden oder Orlais, wir ziehen mit unseren Arrivals dorthin. Wo auch immer es wilde Ländereien gibt, die die Menschen nicht halten können. Du hast einige von uns bei der letzten Zusammenkunft getroffen. Die folgende Schlacht lief gut für uns. An diesem Tag haben wir den Ruf erlangt, die tödlichsten aller Bogenschützen zu sein. Mit unseren Pfeilen erkämpften wir uns das Recht, nach Belieben durch diese Wälder zu ziehen. Und mein Vater hat dabei diesen Bogen benutzt. Danke, dass ihr mir das erzählt habt, Meister Eilen. Und besonders für den Bogen. Ich werde seine Geschichte ehren. Warum trennt ihr euch von einem solchen Erbstück? Wir alle gehören zum selben Clan. Seine Hand ist wie meine eigene. Ich habe mich von nichts getrennt. Es war mein Vater, der als erster von den Vir Tanadel gesprochen hat. Den drei Wegen des Jägers. Der erste ist Vir Asan. Der Weg des Pfeils, der uns unser Ziel unbeirrt verfolgen lässt. Der zweite ist Vir Borasan. Der Weg des Bogens. Der uns lehrt, uns zu biegen, ohne zu brechen. Der letzte ist Vir Adalan, der Weg des Waldes.
Wir sind so alt wie die Wälder. Und jeder Baum ist Teil von etwas Größerem. Teil des ganzen Landes. Das ist es, was alle Dalish vereint. Eines Tages werden wir wieder eine Heimat haben. Oh. Natürlich. Nimm dir, was du brauchst. Was hat er denn? Oha. Also, genau, das ist mein Inventar. Das heißt, ich kann hier Sachen bestimmt verkaufen, wenn ich möchte. Ich meine, ich habe eine ganze Menge Dolche. Genau, brauche ich die? Also das Großschwert werde ich bestimmt nicht brauchen. Was haben wir denn alles? Ich glaube, ich werde erstmal in mein Inventar schauen und dann werde ich mal gucken, was wir hier loswerden können. Er hat echt eine Menge Sachen. Nicht schlecht. Ausgerüstet haben wir den da gerade. 5,5 Schaden. Muss ich mal gucken, ob der, den er mir jetzt gegeben hat, ob der vielleicht sogar besser ist. Wundumschläge sind natürlich auch gut. Aber ich habe halt echt... Ich habe da echt noch so gar keinen Überblick. Wir haben zum ersten Mal ein Geschäft betreten. Sehr gut. Genau, Bögen. Welchen hat er mir denn jetzt gerade gegeben eigentlich? Bogen des Speers? Weil halt der, den ich habe, der ist besser. Oder hat er mir den jetzt gerade gegeben? Ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben einen Gegenstandsbonus. Was davon? Ah, wegen der Delish-Sachen, oder? Delish-Handschuhe, Rüstung, Stiefel? Ich glaube schon. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das Schild brauchen wir eigentlich auch nicht. Also vielleicht würden wir die Sachen echt alle mal verkaufen. Weil Stufe 2... Ah, da könnten wir vielleicht ein paar... Naja gut, die Dolche sind halt eigentlich auch alle nicht besser. Das sind halt schon, genau, die haben wir ausgerüstet. Das heißt, das sind nicht die, die wir ausgerüstet haben. Dann können wir die halt echt verkaufen. Ja, komm, machen wir das. Ah, du bist zurück. Natürlich, nimm dir, was du brauchst. Okay, genau, dann würde ich die nämlich alle gern mal loswerden. So. Ah ja, genau, genau. Ziehen. Ja. Die Helme, die Lederstiefel, das Ding. Weil, wie gesagt, das brauchen wir alles nicht. Wollen wir irgendwas von ihm nochmal kaufen? Wundumschläge wären vielleicht Verletzungsausrüstung. Oha. Halt diesen von einer Verletzung. Wie viel Gold haben wir denn? 35,19. Das ist eigentlich auch nicht so viel. Aber ich würde gern die alle mal mitnehmen. Ich würde gern eine Verletzungsausrüstung mitnehmen. Für mehr haben wir sowieso kein Geld. Aber dann haben wir wenigstens eine für den Fall, dass wir die mal brauchen. Ich finde, das klingt sehr, sehr nützlich. So, Ah, okay, das Schöne ist, wenn dein Handel noch nicht abgeschlossen ist, also ich nehme mal an, bis man es geschlossen hat, kann man die Sachen wieder rückgängig machen. Das ist super. Okay. Das ist gut zu wissen. Und ich wollte euch eigentlich auch gerne noch eine Geschichte vorlesen. Ich habe nämlich ein paar Sachen hier gelesen. Genau, das ist unsere Aufgabe, die wir machen sollen, mit Paviel reden. Aber hier im Kodex habe ich ein paar Sachen gelesen. Kultur und Geschichte, genau. Welche war das? Genau, ich glaube, der Präzilianwald war es, oder? Ja, genau. Also, ich finde es irgendwie ganz cool, euch die Geschichte durchzulesen. Wenn nicht, könnt ihr natürlich ein bisschen skippen. An manchen Orten im Brizilianwald ist der Schleier so dünn, dass zwischen Wachsein und Träumen kaum noch ein Unterschied besteht. Einmal wurde an solch einem Platz ein Holzarbeiter geboren, unter so unglücklichen Sternen, dass seine Mutter ihn Abilas nannte, was Traurigkeit bedeutet. Und so verlief auch sein Leben. Kein Schüler blieb bei ihm. Er verlor sein Lager an Bögen, Missgeschick reihte sich an Missgeschick, bis er am Ende gar nichts mehr hatte. Der Rest des Clans befürchtete, sein Pech würde auch alle anderen treffen, und man sprach bereits davon, ihn zu verstoßen.
Abelas hörte das und beschloss, etwas zu ändern. Er brach allein in den Wald auf, um einen passenden Baum für neue Bögen zu finden. Schließlich stieß er auf eine junge Esche, die in einem Fluss wuchs. Er griff zur Axt, doch da schrie der Baum voller Angst laut auf und bat darum, verschont zu werden. Doch Abelas sprach, »Wenn ich dein Leben nicht nehme, ist meines mit Sicherheit verwirkt.« Er fällte den Baum mit zwei Schlägen und fertigte daraus die drei besten Bögen, die er je hergestellt hatte. Zufrieden kehrte er ins Lager zurück und überreichte seine Bögen den Jägern. Doch bei Anbruch der Nacht geriet das ganze Lager in Aufruhr. Die Jäger waren mit Hasen zurückgekehrt, doch wenn man sie aufschnitt, befanden sich im Inneren nur Würmer und Sägemehl. Der Älteste sagte, die Jäger hätten wohl einen Geist seines Wirts beraubt, denn es sei ja bekannt, dass Geister die wache Welt nicht selbst durchstreifen, sondern in den Körper einer anderen Kreatur schlüpfen. Der Älteste wirkte einen Zauber, um den Geist zurück ins Nichts zu verbannen, und der Clan ging mit leerem Magen schlafen. Am nächsten Tag erlegten die Jäger ein Reh, und wieder enthielt es nur Sägemehl. Der Clan befürchtete, der Geist wolle ihn aushungern, und fragte sich, womit er das wohl verdient hätte. Abelas trat vor und erzählte von der Esche. Der Älteste dachte lange nach und entschied dann, dass ersetzt werden müsse, was Abelas dem Geist genommen hatte. Also schickte er die Jäger aus, einen Eschenschößling auszugraben und lebend ins Lager zu bringen. Dann ließ der Älteste den Schößling einpflanzen und bat den Geist um Vergebung. Ein schreckliches Geräusch war daraufhin zu hören, als würde der ganze Wald protestierend aufschreien. Im Lager wurde es finster, obwohl es gerade erst Mittag war. Und als die Dunkelheit wieder verflog, stand statt des Lagers dort ein Eschenhain, und jeder Baum wies das starre Gesicht eines Elfen in Todesangst auf. Seitdem ist es allen Clans verboten, im Brezilianwald Bäume zu fällen, denn die Geister kennen keine Vergebung. Das ist aus Der Eschenhain, eine Geschichte der Dalish. Von Folklore und Geschichten. Finde ich sehr, sehr cool. Ich fand die Geschichte toll. Das heißt, die Elfen sind auch sehr mit dem Wald verbunden. So ist ja eigentlich meistens die Lore über Elfen. Und ich mag das. Ich mag Wald und ich mag Elfen. Hallo, Jona und Paul. Ah, schön, dass es dir gut geht. Du warst nicht hier, als Paul angekommen ist, oder? Ich habe von dir gehört. Alle hier sprechen von dir und dem anderen vermissten Jäger. Ein grauer Wächter hat dich zurückgebracht. Du bist kein Dalish, oder? Ist es so offensichtlich? Ich bin vor wenigen Tagen auf euer Lager gestoßen. Du hast keine Tattoos im Gesicht. In einem Dorf der Menschen habe ich Gerüchte gehört, dass es in der Nähe ein Lager der Dalish geben soll. Ich habe einfach gehofft, im Wald auf eure Jäger zu treffen. Du hattest Glück, dass ich nicht auf dich geschossen habe, Paul. Ich dachte, du seist ein Schem und noch dazu ein Bandit. Du bist nicht der erste Stadtelf, der sich unserem Volk anschließt. Ich bin sicher, dass das Leben mit uns erfüllender für dich sein wird als unter den Schems. Auch wenn es genauso rau ist. Im Gesindeviertel erzählt man sich schreckliche Geschichten über die Dalish. Sie sind doch nicht wahr, oder? Nur die Teile, in denen es darum geht, dass wir junge Elfen als Opfer bringen. Das ist witzig. Das ist doch ein Witz, oder? Oh. Man tut das nicht wirklich. Armer Paul. Hallo, Jäger. Hättet ihr beiden diese Höhle doch nie gefunden. Sie wäre besser noch weitere 1000 Jahre unentdeckt geblieben. Da hast du recht. Ich wäre da auch nicht reingegangen. Ganz ehrlich, da wäre ich auch nicht reingegangen. Da ist nochmal Meryl. Hallo. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt, die Artefakte zu untersuchen. Vielleicht später einmal. Na, ja, vielleicht später. Wenn es so richtig hält. Wo mussten wir nochmal hin? Jetzt bin ich verwirrt. Vorhin standen wir hier irgendwo und haben gesehen, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin, ne? Ja. Okay. Da hinten ist Glitzerzeugs. Glitzerzeugs nehme ich mit. Ich meine, wenn mich niemand aufhält. Freischalt nicht mehr. Kann nicht geknackt werden. Okay. Na gut. Meinetwegen. Wenn mich das halt nicht knacken lässt. Wen haben wir hier? Ist das ein Kind? Ja. Warum müssen wir wieder weggehen? Immer gehen wir irgendwo hin. Warum kann ich nicht in die Schemstadt gehen? Das Kind möchte in die Menschenstadt? Warum? Verstehe ich. Wo ist Tamlin? Ist es so schlimm, wie wir alle befürchten? Ja. Und deswegen reden wir jetzt mit Pavel.
Du bist also mit dem Grauen Wächter, aber ohne Temlin zurückgekehrt. Was ist geschehen, Dallen? Haben wir ihn wirklich verloren? Der Graue Wächter sagt, er sei es, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube schon, dass wir den Typ nochmal wiedersehen. Vielleicht nicht unbedingt in seiner vorherigen Form, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ihn wiedersehen. Selbst wenn nicht, müssen wir bald aufbrechen. Dass ich das erleben muss. Es scheint der Wille der Schöpfer zu sein, dass ich die betrauern muss, die ich als Babys im Arm gehalten habe. Oh. Langsam verstehe ich, warum sich unsere unsterblichen Vorfahren für den Schlaf entschieden haben. Rasch brennen die Sterne ihre Bahn über den Himmel. Sie eilen, dir einen letzten Kuss auf die Augen zu geben. Sanft umfängt dich das Land im Schlummer und besänft dich das grollende Beben. Der Dolch nun verhüllt, der Bogen nicht länger gespannt. Es herrscht nur Stille in deiner letzten Stunde im Leben. Okay. Müsst ihr immer so viel erzählen? Oh mein Gott. Ich soll euch bitten, eine Gedenkfeuer vorzubereiten. Natürlich. Wir haben keinen Körper, den wir der Erde übergeben können. Aber wir werden dennoch für Temlin singen. Wir müssen die Schöpfer rufen, damit sie ihn ins Jenseits geleiten. Sag der Hüterin, dass sie durchgeführt wird, bevor der Clan bereit ist, weiterzuziehen. Ich danke euch, Harren. Ich habe nur eine Frage, wenn du sie mir gestattest. Dieser graue Wächter, du hast ihn doch getroffen. Ist er ein guter Mann? Das weiß ich noch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Interessant, worüber er wohl mit der Hüterin spricht. Vielleicht solltest du sie fragen. Ja, haben Elfen jemals in Höhlen gelebt? Davon habe ich noch nie gehört. Doch in den Tagen des alten Arlethen haben wir in Freiheit gelebt und uns über das ganze Land ausgebreitet. Wir waren so vielfältig wie die Schemlen, wenn auch nicht so viele. Es ist möglich, dass einige von uns damals in Höhlen gelebt haben, doch alles Wissen aus dieser Zeit ist verloren. Natürlich. Mögen die Götter dir den Weg weisen, Dallen. Okay. Wo gehe ich jetzt hin? Was ist jetzt meine Aufgabe? Was sagt denn die Quest? Ja, ich habe den Wunsch erfüllt. Nur wird sie sich vermutlich bereit sein, sich mit dir zu unterhalten. Okay, wo ist sie? Ach, da hinten, okay. Ah, die beiden haben zu Ende geredet, verstehe. Deine Hüterin und ich haben uns unterhalten und wir haben eine Vereinbarung getroffen, die dich betrifft. Mein Orden braucht Hilfe und du brauchst Heilung. Ich hoffe, dass du mich begleitest, wenn ich aufbreche. Du wirst ein hervorragender grauer Wächter. Muss ich denn grauer Wächter werden? Ja, Dallen. Dein Leben hängt davon ab. Die Verderbtheit der dunklen Brut fließt durch deine Adern. Es ist bemerkenswert, dass du dich überhaupt wieder erholt hast. Aber am Ende wird diese Verderbtheit dich krank machen und töten. Oder Schlimmeres. Die grauen Wächter können das verhindern, aber dafür musst du dich uns anschließen. Werde ich je zu meinem Clan zurückkehren können? Das wissen wir nicht, aber wir wollen dich nicht leiden sehen. Und der graue Wächter bietet dir eine Möglichkeit zu überleben. Ich tue das nicht aus Nächstenliebe. Ich würde dir dieses Angebot nicht machen, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass du das Zeug zum grauen Wächter hast. Ich will ehrlich zu dir sein. Du wirst wahrscheinlich nie wieder hierher zurückkehren. Wir werden Nein. die dunkle Brut bekämpfen und dieser Kampf wird dich weit weg von deinem Clan führen. Nein. Aber wir brauchen dich und andere wie dich. Ich finde eigentlich keins davon. Also ich würde halt einfach jetzt sagen so, naja, okay, meinetwegen. Und nicht, euer Angebot ehrt mich, meinetwegen. Im Süden sammelt sich eine große Armee der dunklen Brut und eine neue Verderbnis bedroht das Land. Diesem Sturm können wir nicht entfliehen. Vor langer Zeit versprachen die Dalish den grauen Wächtern gegen die Verderbnis beizustehen, wenn dieser Tag jemals kommen sollte.
Wir müssen dieses Versprechen nun einlösen. Es bricht mir das Herz, dich fortzuschicken. Könnte dich aber auch nicht langsam an dieser Krankheit dahinsiechen sehen. Es ist deine Pflicht und gleichzeitig deine Rettung. Okay, ja, wenn es meine Pflicht ist, werde ich gehen. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Wir hatten nur wenige Dalish in unseren Reihen, aber sie waren alle herausragend. Ich weiß, du wirst deinem Clan Ehre machen, Dalen. Nimm diesen Ring. Er ist dein Erbe und wird dich vor der aufziehenden Dunkelheit beschützen. Ein wertvolles Geschenk. Also, bist du bereit zu gehen? Ich würde gerne noch zu Tamlins Beerdigung bleiben. Nee, klar. Geh Dann los. Verabschiede dich und lass uns aufbrechen. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Dann komm, Dalen. Lass dich ein letztes Mal von deinem Clan umarmen, bevor die Schöpfer dich von uns wegführen. Oh, kann ich jetzt alle einmal umarmen? No. Tschüss. Ich kenne euch gar nicht alle. War schön, euch kennengelernt zu haben, so ein bisschen. Oh Mann, ich glaube halt, wir werden echt dieses Lager nicht mehr wiedersehen. Wobei, vielleicht doch. Vielleicht, ja gut, wobei. Sie werden ja woanders hinreisen. Und dann müssten wir sie halt erst wieder finden. Und dann, wir werden durch keine das Ahnung. Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar. Am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige Graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ist sie das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, meine Liebe. Wie ist euer Name? Ich weiß ja nicht, ob ich den mag. Ich bin nicht eure Liebe, Gebieter der Menschen. Da habt ihr aber einen wilden Neuzugang, Duncan. Und ich dachte schon, die Wächter bestünden nur aus langweiligen Priestern. Ihr gehört zu den Dalish, richtig? Ich habe von den beeindruckenden Fähigkeiten und dem Ruhm eures Volkes gehört. So schade, dass man nicht das Gleiche über euer Volk sagen kann. Ich glaube, ich bin erstmal ziemlich, weil ich meine, wir sind mit den Dalish aufgewachsen. Wir haben eine Abneigung gegenüber von Menschen. Das heißt, wir sind erstmal ziemlich misstrauisch und ziemlich, ziemlich zurückhaltend in irgendwelchen an positiven Sachen mit denen, finde ich. Von Zeit zu Zeit scheinen wir Experten auf dem Gebiet der Furcht und des Verrats zu sein. Aber nicht immer. Ich möchte euch sagen, dass ihr hier herzlich willkommen seid. Der scheint ja trotzdem nett zu bleiben. Ich werde enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft.
Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Oh Gott, er will aber nur den Ruhm. Ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logan noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Lebt wohl? Ich dachte, die sehen sich gleich auf dem Schlachtfeld wieder. Aber ja, er scheint irgendwie nur den Ruhm und das Abenteuer zu wollen. Das ist immer kein was gutes Zeichen. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Was sollte er deiner Meinung nach tun? Auf Verstärkung warten. Wir haben den grauen Wächtern von Orlais eine Nachricht geschickt, aber es wird Tage dauern, bis sie zu uns stoßen. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Es wäre nett, wohl was Warmes zu essen zu bekommen. Nee, ja, komm, was ist das Ritual? Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Durch den Beitritt wirst du von den Leiden geheilt, die durch dein verdorbenes Blut verursacht werden. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, hätte ich es schon früher getan. Okay. Warum hast du mir nicht schon früher von dieser Heilung erzählt? Sie ist ein Geheimnis. Und sie ist nicht einfach nur ein Gegengift. Sorry. Der Beitritt ist das, was dich zu einem grauen Wächter macht. Ja, ich meine, hast du natürlich recht. Warum ist das Ritual so geheim? Der Beitritt ist gefährlich. Ich kann dir jetzt nicht mehr darüber sagen, außer, dass du bei Zeiten alles erfahren wirst. Bis dahin musst du darauf vertrauen, dass alles, was geschieht, notwendig ist. Okay, was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Okay, alles klar. Wir haben den Erfolg verderbt freigeschaltet. Yay. Yay, keine Ahnung. Und unsere neue Quest ist der Beitritt zu den Wächtern. Oh, das sieht richtig schön aus hier, oder? Guck mal, bin ich ein Fan von. Wo ist denn jetzt das Lager? Ist das Lager da, wo ich jetzt weggegangen bin? Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Oh, ich darf nicht zu nah nach unten gehen. Na gut. Ich meine, die gehen jetzt dahin. Wo ist denn das Lager jetzt? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, wir werden an der Stelle auch gleich mal pausieren, aber ich möchte erst das Lager finden. Ist das hier mein Lager? Ich glaube, das ist das Lager. Das sieht sehr lagerig aus. Oder? Bin mir wirklich unsicher. Ich meine, da drüben sind Leute. Hier sind halt nur so Wachen. Ist das unser Lager? Ich dachte halt auch vielleicht da unten, aber... Glitzer! Okay. Ich habe Glitzerzeug gefunden. Genau so wird es geschehen. Okay, nehmen wir die Rinderknochen und die Vase mit. Warum auch nicht? Wir können das Zeug zur Not auch einfach... Wir haben ein Geschenk gefunden! Wir können es einem unserer Gruppenmitglieder geben! Oh! Ach so, das heißt, wir können unseren Gruppenmitgliedern eine Vase schenken? Okay, meinetwegen. Ich meine, wenn die das gebrauchen können. Vielleicht kann ich ihnen auch noch eine passende Blume mitschenken. Das wäre natürlich günstig.
Ja, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das hier jetzt das Lager sein soll. Da oben ist noch irgendwie was. Guck mal da oben. Was geht da ab? Turmwache, oha. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Was ist denn mit dem Turm? Auf Befehl von Taryn Logan. Der Turm wird von seinen Männern gesichert. Er soll in der Schlacht eine Rolle spielen. Mir wurde gesagt, sie hätten ein paar tiefer gelegene Kammern entdeckt und sie wüssten nicht, wie tief sie genau gehen. Deshalb darf im Moment niemand hinein. Oha, tiefe Kammern. Ich habe nichts derartiges gesehen, als ich dort war. Aber wer weiß. Na gut. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Na gut, danke für diesen Geschenkehinweis. Ja, aber dann werde ich an der Stelle mal beenden. Wir schauen uns das nächste Mal hier noch weiter an, was es hier noch so alles gibt. Bin mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall die Location gewechselt, ist sehr eindeutig. Und ja, ich freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Wir haben zwar jetzt unser Volk verlassen, unsere Gruppe, aber ich hoffe, wir werden tolle neue Abenteuer erleben und bald auch hoffentlich einen Erzdämon sehen. Ja, bis dahin. Ciao.